Ja, also im Endeffekt ist es bei mir wieder so ein Back to the Roots, würde ich sagen, weil das, was ich halt vor dem Casting gemacht habe, das war halt genau diese Art von Musik, melodiöser Pop-Rock. Und ich möchte das jetzt natürlich, das Casting war eine Geschichte und ich habe dem Casting auch sehr viel zu verdanken, versuche aber jetzt schon wieder so meinen eigenen Stil wieder einzubringen oder meinen eigenen Weg. Natürlich gehe ich auch gerne Kompromisse ein, bespreche das auch mit mehreren Leuten, aber das ist jetzt wirklich die Richtung, die ich gehen möchte, auch wieder selbstständige Künstlerin zu sein, vielleicht auch in Bezug mit der Band, auch, dass man, also mein Ziel ist es, ein Traum von mir ist es halt einfach wirklich Festivals zu spielen, mit größeren Rockbands zusammen, sei es jetzt Rock am Ring, Rock im Park. Und mit dieser Art von Musik möchte ich das halt wieder ein bisschen schaffen, von diesem Casting-Schema, Casting-Künstler wegzukommen. Weil das ist eine so eine Gruppe und ich selber zähle mich da jetzt nicht unbedingt dazu. Ich habe zwar in einem Casting gewonnen, aber die Musik passt jetzt vielleicht nicht ganz so in dieses Format, aber das ist auch ganz gut und ich möchte da eh ein bisschen wegfahren und das versuche ich halt jetzt mit dem Lied als allererstes mal und dann mit dem Album natürlich komplett auch noch. Und bitte! Ja. Danke! Wir versuchen das in dem Video eben jetzt so umzusetzen. Wir haben da ein Pärchen. Sie rennt traurig durch die Straße an irgendwelchen Orten vorbei, Café, U-Bahn-Station, wie auch immer. Ist halt eben sehr traurig, hat auch so eine Pflanze bei sich, die bedeuten soll, so ein Überbleibsel noch aus der alten Beziehung oder Freundschaft, die sie hatte, mit dem männlichen Part praktisch. Und der ist ganz grau geschminkt, soll halt zeigen, dass er im Endeffekt nicht wirklich anwesend, nicht existent ist, sondern mehr so ein Schema ist, also eine schemenhafte Figur oder ein Geist eben. Das soll halt einfach zeigen, dass immer Dream, immer sieht, sie träumt hat von ihm, sie hat ihn in Gedanken bei sich. Er erscheint immer wieder an den Orten, wo sie ist, aber sie kann ihn halt nicht sehen. Aber irgendwann glaubt sie, ihn mal sehen zu können, guckt sich auch immer wieder Foto an und schmeißt es weg und schmeißt die Pflanze weg, das Überbleibsel aus der Beziehung oder was auch immer die hatten, das weiß man nicht. Da kann man hineininterpretieren, was man will. Es kann auch eine gute Freundschaft gewesen sein, wo er hoffentlich natürlich nicht tödlich verunglückt ist, wie auch immer. Ja, und so versuchen wir halt, dieses umzusetzen, in my dream, in my sleep. Also im Traum und im Schlaf ist er halt trotzdem immer noch anwesend, auch wenn er so real nicht da ist. Und Probe, bitte. Und Action! Und Mark! Hey! Hey! Also der Text ist von mir, In My Dream, und es geht einfach in dem Text darum, dass, also wir stellen es im Video so dar, das ist praktisch ein Pärchen, irgendwie eine Beziehung oder eine Freundschaft, die durch irgendwas zu Bruch gegangen ist oder die getrennt worden sind und dass man aber im Traum einfach oft immer wieder diesen Menschen begegnet und darum geht es eigentlich in dem Text und das war auch damals so der Hintergedanke, als ich den geschrieben habe, das war so nach einer Trennung eben. Ja, und ich finde es halt sehr schön, dass es eben ein eigener Song ist und ich kann eben immer diese Geschichte dazu erzählen. Das ist, glaube ich, schöner, wie wenn der Song von jemandem von außen kommt, wo ich persönlich keinen Bezug dazu habe. Playback! To enlighten my mind, create.
ist jetzt 100% Ellie. Also es ist richtig schöner Pop-Rock, gute Mischung, die Strophe sehr melancholisch, ruhig und im Refrain geht es dann schon mal richtig schön mit E-Gitarre zur Sache. Aber so genau der Mix, den ich einfach gerne, selber gerne mag und auch, glaube ich, gut verkörpern kann oder gut singen kann auch. Und ja, ich würde einfach sagen, melodischer Pop-Rock. Also auf dem Album sind auf jeden Fall noch ein paar mehr eigene Songs mit drauf. Songs, die einer zum Beispiel ist komplett von mir geschrieben, der Rest ist also aus meiner Bandzeit noch neu aufgearbeitet, alles nochmal neu produziert. Wir haben jetzt ungefähr so die Hälfte schon fertig produziert. Die andere Hälfte werden Songvorschläge sein, die ich von verschiedenen Songwriter-Teams bekommen habe. Auch sehr schöne Sachen dabei. Ja, ganz, ganz eine bunte Mischung eigentlich, aber trotzdem alles schon in diese poppige, rockige Ecke eigentlich. Also schon, es wird schon ein sehr stimmiges Produkt dann im Endeffekt. Ja, und was dann noch schön dazu ist, dass ich halt wirklich jetzt auch eine feste Band gefunden habe. Mit Philipp in erster Linie an der Gitarre, der halt mit mir vor, glaube ich, 8,5, 9 Jahren bei Panteray eingestiegen ist, also mit dem ich wirklich schon lange Musik mache. Und der Rest der Band sind halt alles Jungs aus Bayern, aus Straubing, die ich auch schon Jahre kenne. Und es ist halt so ein schönes Team und so ein schöner Zusammenhalt mittlerweile schon. Man merkt das auch bei Live-Auftritten, wenn es um Organisation geht, die sind halt immer sehr zuverlässig. Ja, und das glaube ich, gibt dem Ganzen dann nochmal, das ist so das i-Pünktelchen auf dem Ganzen und gibt mir persönlich halt auch, also mir gefällt es halt auch jetzt zum Beispiel auch für den Videodreh, dass ich halt Leute um mich rum habe, die ich halt kenne, da habe ich immer so ein bisschen das Familiäre für mich auch noch und egal wo ich bin, da ich eh sehr viel unterwegs bin, ist halt immer jemand dabei, zu dem ich einen Bezug habe und den ich halt wirklich sehr gerne mag. Und ja, das im Endeffekt ist alles so, wie es jetzt läuft und wie es jetzt ist, perfekt. In my dream, in my sleep.